Hey Fritz, du zockst da schon wieder auf der Höllenmaschine. Crysis 3? Ja. Ja, aber wir müssten die Kiste doch jetzt endlich mal testen. Ja, mach ich doch. Und zwar habt ihr da gerade Crysis 3 gesehen. Mit absolut flüssigen Bildraten. Stets über 40 Frames pro Sekunde, also absolut shootertauglich. Denn wir haben in der Höllenmaschine 5, haben wir die Wasserkühlung noch einmal überarbeitet und liefern euch somit das beste Ergebnis und den glücklichen Gewinner natürlich auch. Das war auch der Grund, warum sich das Testvideo so verzögert hat. Denn wir wollten euch stets die beste Performance bieten und der Gewinner kann sich jetzt über eine optimal konfigurierte Höllenmaschine 5 freuen. Und auch wenn schon Teilnahmeschluss ist, wollten wir euch das ausführliche Testvideo natürlich nicht vorenthalten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Crysis 3 habt ihr ja eben schon gesehen auf den vollsten Einstellungen und es macht auch wirklich Spaß, kann ich euch sagen. Um die Höllenmaschine richtig auf Herz und Nieren zu testen, haben wir auch ein paar synthetische Benchmarks mit an Bord. Da haben wir zum Beispiel 3D Mark 11, den neuen 3D Mark oder auch zum Beispiel Unigine Heaven. Die lassen wir jetzt auch mal durchlaufen und zeigen euch, was das Ergebnis ist. Der 3D Mark durchläuft 3 sogenannte Stages. Mit Ice Storm haben wir einen Tablet- und Handy-Test. Mit CloudGate testen wir eigentlich mehr Mittelklasse-Computer. Und mit Firestrike haben wir den High-End-Benchmark. Der zählt auch am Ende. Die lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen und am Ende zeige ich euch, auf wie viele Punkte die Höllenmaschine 5 kommt. Mittlerweile läuft die zweite Stage, die hört auf den Namen CloudGate und zielt eigentlich darauf ab, die Performance von Mittelklasse-Computern zu messen. Jetzt startet Firestrike, das ist der aufwendigste und forderndste Benchmark, den 3D Mark zu bieten hat und ist wirklich nur für High-End-Systeme gedacht. Die Höllenmaschine 5 ist nun durch alle 3 Stages vom 3D Mark gegangen und der wichtigste und forderndste Benchmark, Firestrike, da kommen wir auf knapp 20.000 Punkte. Ein respektables Ergebnis und einer echten Höllenmaschine würdig. Wir haben jetzt den 3D Mark 11 gestartet und zwar im Extreme Modus. Der Benchmark hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckeln, aber wie gesagt, der Extreme Modus fordert immer noch gehörig viel Leistung. Der Extreme Benchmark ist durchgelaufen und wir haben ein Ergebnis von 12.693 Punkten. Damit sind wir in der weltweiten Bestenliste von 3D Mark unter den Top 30 der PCs. Wir haben die Höllenmaschine nun ordentlich ausgelastet und da kommt natürlich die Frage auf, wie viel Abwärme entsteht dabei. Hier haben wir den Asus GPU Tweaker und wie ihr sehen könnt, haben wir hier die erste Titan, also die, die vom Wasserkreislauf her ganz oben ist. Die erreichte während dem Test eine maximale Temperatur von 61 Grad Celsius. Die zweite GTX Titan erreichte nur noch 40 Grad Celsius und die dritte nur 37 Grad Celsius. Das heißt, die 3 Grafikkarten werden optimal durch die Wasserkühlung gekühlt. Eine Frage, die euch natürlich brennend interessiert hat, wie wir alle mitbekommen haben, ist: Wie viel Strom verbraucht sie denn unter voller Auslastung? Wir haben hier den kombinierten Test von 3D Mark laufen, der CPU und GPU völlig auslastet. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier den Stromverbrauch und der liegt bei rund 460 Watt. Eigentlich noch recht zurückhaltend für die Höllenmaschine. Im Desktop-Betrieb kommt die Höllenmaschine auf rund
170 Watt. Das pendelt natürlich ein bisschen und im Long Idle wird sich der Stromverbrauch natürlich auch reduzieren. Kommen wir zur Prozessorleistung. Da gibt es das schöne Tool Cinebench 11.5. Das starte ich jetzt schon mal. Da sieht man optisch sehr schön, wie viel CPU-Kerne bzw. in unserem Fall virtuelle CPU-Kerne am Rendering dieses Bildes beteiligt sind. Gleich daneben habe ich noch CPU-Z aufgemacht, damit man in Echtzeit verfolgen kann, bei was für einer Taktrate der Prozessor arbeitet. Wir haben ihn ja auf 4,4 GHz übertaktet. Und hier unten läuft auch noch der Stromverbrauch mit. Also rein nur, wenn es um die CPU-Leistung geht. Was braucht da die Höllenmaschine? Ihr seht selber, so knapp 230 Watt. Ja, bei dem Testlauf kommen wir jetzt auf knapp 10 Punkte bei einer Übertaktung auf 4,4 GHz. Ganz besonders stolz sind wir bei der Höllenmaschine 5 auf die Festplattenleistung des SSD RAID 0 Verbundes. Und dazu starten wir jetzt mal den Atto Disk Benchmark. Der Benchmark misst mit unterschiedlichen Blockgrößen von 512 Byte bis 8 Megabyte. Und wir werden jetzt im Verlaufe des Tests sehen, dass die Datenraten auf bis zu 4 GB pro Sekunde steigen. Sensationeller Wert. Zum Ende sieht man, dass die roten Balken die Schreibgeschwindigkeit und die grünen Balken die Lesegeschwindigkeit tatsächlich jetzt über 4 GB pro Sekunde kommen. Und zwar ab den Blockgrößen ab einem Megabyte. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das Ökosystem. Schauen wir uns zunächst den Stromverbrauch im Bereitschaftszustand an. Das sind ja so knapp 18 Watt. Und auch hier starten wir Cinebench. Wir haben hier insgesamt nur 4 Prozessorkerne. Und es dauert auch deutlich länger, weil der Takt natürlich nicht so hoch ist bei dem AMD-Prozessor. Aber das soll er ja auch nicht sein, sondern bei dem Ökosystem versuchen wir ja vor allem möglichst stromsparend zu arbeiten und trotzdem eine gewisse Rechenleistung zu haben, die für Multimedia-Aufgaben und Office-Einsatz vollkommen ausreichend ist. Man sieht, der Stromverbrauch steigt nur um ca. 6 Watt jetzt, wenn die CPU ganz viel zu tun hat. Also über 24 Watt geht der Stromverbrauch bei voller CPU-Auslastung beim Ökosystem nicht hinaus. Und wie man hier jetzt sieht, im Cinebench 11.5 schafft das Eco-Subsystem immerhin knapp 1,5 Punkte. Wie man sehr schön hier in der Systemsteuerung sieht, fällt der Windows-Leistungsindex mit 4,5 Punkten auch sehr gut aus, wenn man bedenkt, wie wenig Strom dieses System eigentlich braucht. Viele fragen sich natürlich, was ist jetzt mit der Verlosung der Höllenmaschine 5? Also, nochmal die drei wichtigsten Sachen. Wenn ihr einmal, zweimal oder tausendmal daran teilgenommen habt, im Gewinnspiel, wir filtern alles raus, ihr habt am Ende eine Stimme. Und Minderjährige müssen uns die Einverständniserklärung der Eltern schriftlich geben, aber erst, falls ihr gewonnen habt. Und wann die Verlosung genau ist, können wir immer noch nicht sagen. Es wird noch ein paar Tage dauern und wir halten euch über die Facebook-Seite, über pcwelt.de auf dem Laufenden. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird noch irgendwann im November sein. Richtig, denn wir planen schon an der Höllenmaschine 6. Aber Verständlich. Was ist eigentlich los hier? Am Ende zeige ich euch die Punktzahl und dann deswegen hat sich nämlich auch. Wir müssen den Rechner jetzt endlich mal testen. Mach ich doch. Ach so. Und es macht auch wirklich Spaß, kann ich euch sagen. Um den Höllenmaschine